Tastatur. Ja. Schön, sehr schön. Habt ihr sehr schön gemacht. Darf ich jetzt bitte... Danke. German, apply. Danke. Audio. Das war angenehm? Das sieht gut aus, das sieht auch gut aus. Scheiß auf Limitierung. Carsten, wieso gerade so abgefuckt? Was hört gerade so extrem? Nein, ich bin überhaupt nicht abgefuckt, aber du musst mich auch verstehen, so, ja, ich habe halt keine Lust, bei 90% vom Download oder so, mir jetzt von irgendwelchen anderen YouTubern Sachen anzugucken, zumal ich Julian Bam echt scheiße finde, wenn ich ehrlich bin. Ich finde dem seinen Content miserabel. Aber nein, ich bin überhaupt nicht abgefuckt, so. Ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen zu laut. Für mich zumindest. So, Tutorial. Die Grundlage. Das war jetzt nicht darauf bezogen und was passt eigentlich? Welcome to Mars. Ja. IMM-Ausbildungssimulation. Willkommen auf dem Mars. Bei dieser Übung lernst du, wie man auf der Mars-Oberfläche grundlegend... Achso, warte, ich muss ja wieder hier Dingens ändern. Erste Schritte auf dem roten Planeten. Surviving Mars. So. Bei dieser Überlastung Mars oder grundlegende Ressourcen sammelt, eine kleine Basis errichtet und die Rakete betankt, um sie zur Erde zurückzuschicken. Lass uns anfangen. Hints, such as this one, will appear throughout the training process, giving useful information on how to advance in your current tasks. Im Verlauf der Ausbildung wirst du immer wieder Tipps wie diesen erhalten. Sie enthalten nützliche Informationen darüber, wie du deine aktuellen Aufgaben erfüllen kannst. Bitte blende diesen Tipp aus, um fortzufahren. You need to master the camera controls and familiarize yourself with the terrain around the prospective colony site. Die haben, glaube ich, jetzt einen Lasttest zu WoW Classic. Ja. Kamerasteuerung. Du musst die Kamerasteuerung meistern, um dich mit dem Terrain rund um den zukünftigen Kolonieort vertraut zu machen. Zoome zum vorgeschlagenen Landeplatz. Zack. Easy. So, oder WASD. Okay. Now it's time to land your first rocket. Die Landung der Rakete. Jetzt wird es Zeit, deine erste Rakete landen zu lassen. Fahre fort, indem du das angeheftete Symbol auswählst, das die Rakete repräsentiert, die sich gerade im Orbit um den Mars befindet. Lass die Rakete auf dem Mars landen. Rakete. Also, so, Rakete. Ah. Designate a landing site on the indicated location. Okay, also lege einen Landeplatz an der angegebenen Position fest, sobald du die Rakete ausgewählt hast. Bring die Rakete mit der Mausposition, erteile ihr mit links einen Befehl. Steht aber Flitsch, steht für was? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, unsere Rakete, ey, das sieht echt schick aus. So, wir haben unsere Rakete. And we have touchdown. The rocket has landed on Mars. Die Rakete ist auf dem Mars gelandet. Sie ist mit Drohnen beladen, ferngesteuerten Robotern, die sich um deine Bauvorhaben und das Sammeln von Ressourcen kümmern. Das Sammeln von grundlegenden Ressourcen für die Errichtung von Gebäuden ist eines der ersten Dinge, die unsere Marsbasis benötigt. Platziere ein Metalldepot, damit die Drohnen automatisch beginnen, Metalle von den nahegelegenen Vorkommen auf der Oberfläche einzusammeln. Sammle 5 Metalle. Okay. Ein Depot. Ein Metalldepot.
RT zum Drehen. Okay. Legen wir das mal hier irgendwie an. Keine Ahnung. So, da ist unser Metalldepot. Okay. Das heißt aber, die machen das jetzt automatisch. Die sammeln jetzt so lange hier von dem Metall, bis leer ist, oder was? Our rocket carries valuable resources that will be essential for the construction and maintenance of the colony. Initially, it's best to designate a universal depot, so the drones have a place to store them. Unsere Rakete ist mit wertvollen Ressourcen beladen, die für den Bau und die Erhaltung einer Kolonie entscheidend sind. Am Anfang ist es am besten, den Drohnen ein Universallager zuzuweisen, in dem sie die Ressourcen lagern können. Okay. Universallager. Baumenü, Universallager. Das legen wir doch direkt mal hier neben irgendwie. So, Universallager. Okay. Along with metals, concrete is the other vital basic construction resource. Neben Metallen ist Beton die andere unerlässliche Bauressource. Der Betonextraktor muss über einen Beton vorkommen oder in dessen Nähe platziert werden. Okay, Betonvorkommen habe ich wo? Das ist ein Betonvorkommen. Okay. Dann baue ich einen Betonextraktor. Den soll ich hierhin platzieren. Ah, okay. Ah, okay. Okay, ich verstehe. Well done. Now observe how the drones will carry all the resources to the site. And then construct the concrete extractor. Aber wo habe ich denn Maschinenteile? Sind die Maschinenteile hier drin? Ach da, Maschinenteile. Okay. Okay, ich verstehe. Das Spiel, was ich dir gestern gezeigt habe, wäre das denn nichts? Ich wollte jetzt im Stream vorm Urlaub nichts Großes mehr spielen. Deswegen habe ich mir kleine Sachen angeguckt. Das Spiel hier hat mir gefallen, weil ich habe das, ich hatte das geholt jetzt irgendwann, weiß ich gar nicht, jetzt glaube ich letzten Monat oder so. Und Biene fand das halt super. Und daraufhin fiel mir das jetzt gerade ein, deshalb spielen wir das. Und bis jetzt, keine Ahnung, finde ich halt auch gut. Ich mag ja, das ist ja so ein bisschen Aufbaustrategie jetzt hier gerade. Das ist ja auch eigentlich ganz gern gesehen bei mir. Dieses Path of Exile, was ich dir gezeigt habe, ist halt einfach ein riesiges Spiel. Und das müsste ich dann nach dem Urlaub weiterspielen und so, das will ich halt nicht. Deswegen habe ich mir ja so kleine Spiele ausgesucht. Wie die meisten Gebäude benötigt auch der Betonextraktor Strom. Ein unerlässliches Stromnetz, ein verlässliches Stromnetz sowie eine sichere Stromversorgung sind für den Erfolg der Kolonie unerlässlich. Stirling-Generatoren sind zwar ausgezeichnete Stromquellen, aufgrund ihrer Komplexität können sie während der frühen Phase Kolonisierung des Mars jedoch noch nicht gebaut werden. Daher werden sie in Form von Fertigbauten von der Erde eingeflogen. Fertigbauten benötigen keine Ressourcen, sondern müssen lediglich von Drohnen ausgepackt und zusammengebaut werden. Wir haben dir einen Stirling-Generator-Fertigbau zur Verfügung gestellt und den sollen wir jetzt bauen. Okay, das habe ich nicht gewusst. Ja, ja, genau. Deswegen habe ich ja auch überhaupt nur mit The Search angefangen, weil das halt ein kleineres Spiel ist, was wir jetzt noch irgendwie zusammenkriegen. So, wir haben einen Generator. Den platziere ich jetzt hier irgendwo hin. Ich mache den mal dahin. So. Genau. Also ich wollte einfach nur ein paar kleine Sachen jetzt erstmal spielen und dann gucken. Connect the Stirling Generator and the Concrete Extractor using a power cable from the build menu to power up the extractor. So, jetzt müssen wir ein Stromnetz bauen. Anscheinend so. Genau, also ich hätte jetzt auch WoW anmachen können und WoW spielen können, aber das wollte ich halt auch nicht machen, so.
keine Ahnung, WoW, Path of Exile und so, das sind halt so große Spiele, auch Diablo 3, das wären halt so große Spiele, die du dann wirklich durchgehend auf dem Kanal zocken müsstest. Ich habe ja darüber nachgedacht, WoW zum Kanalspiel zu machen, aber wir haben hier einfach sehr, sehr viele Leute, die da ja gar kein Interesse dran haben, was ich auch verstehen kann, ne? Deswegen. Waste Rock is a byproduct of all extractors and is best stored at designated locations. This way you can ensure that it will not be in the way of future construction. Gesteinsabfälle sind ein Nebenprodukt aller Extraktoren und werden idealerweise an festgelegter Position gelagert. So kannst du sicherstellen, dass sie bei späteren Bauvorhaben nicht im Weg sind. Die Menge an Gesteinsabfällen pro Ressource hängt von der Qualität des Ressourcenvorkommens ab. Du kannst ein Ressourcenvorkommen auswählen, um dir seine Qualität sowie die darin enthaltenen Mengen anzusehen. Qualität hoch. Okay. Und ja, man muss es mögen, sonst ist es nichts. Genau das ist es. Und da müsstest du dich, also bei solchen Spielen musst du dich dann halt wirklich drauf spezialisieren und dann nur noch das halt machen. Weil das sind einfach so große Spiele, die kannst du nicht einfach nur mal eine Stunde zeigen. Da musst du dann wirklich Zeit investieren und den Stream dann entsprechend investieren, damit das halt sich lohnt. Ey, das sieht ziemlich geil aus. Bom, 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 bom. Platziere in der Nähe deines Betonlagers eine Mülldeponie. Machen wir das doch mal. Drones will pick pending tasks on their own within the range of the drone controllers they are assigned to. Drohnen arbeiten innerhalb der Reichweite der Drohnenkontrolleure, denen sie zugewiesen sind, automatisch offene Aufträge ab. Aktuell sind alle Drohnen der Rakete zugewiesen. Wenn du die Rakete auswählst, siehst du die Arbeitsreichweite aller Drohnen, die ihr zugewiesen sind. Wenn die Rakete jedoch wieder abhebt, müssen die Drohnen einem neuen Kontrolleur zugewiesen werden. Baue einen Drohnenhub. Okay. Hup. Hup. Hubschraubereinsatz. Ein Drohnenhub. Ist wahrscheinlich jetzt ultra wack gebaut hier, aber es geht gerade eh nur ums Bauen. Ums Tutorial abschließen. Wird dann wahrscheinlich auch wieder ein Stromkabel hinlegen müssen. Steht das da, ob ich Strom brauche oder nicht? Ist ja noch das Tutorial, genau. Das erste Tutorial, wohlgemerkt. Okay, es braucht Strom, habe ich mir gedacht. Aller Anfang ist schwer, aber selbst hier gibt's Gewusel, wa? Kleine Ameisen, die hier durch die Gegend fahren und alles für dich organisieren. Schon ganz witzig. Man kommt auch relativ nah ran. Guck dir das an. Das machst du gut. Danke. Danke. Drones run on batteries that have to be recharged periodically. Drohnen werden von Batterien angetrieben, die wieder aufgeladen werden müssen. Jeder Drohnenhub hat zwei eingebaute Aufladestationen. Wenn sich deine Kolonie jedoch vergrößert, solltest du weitere bauen. Der Bau von Aufladestationen, vor allem in Bereichen mit hoher Drohnenaktivität, ist für eine effiziente Arbeit unerlässlich. Okay. Huch, das war ein bisschen zu weit gescrollt. Boah. So. So, wir sollen hier eine Aufladestation bauen. Ich würde mal sagen, wir haben hier aktuell extreme Drone Control. Dieses Gebäude benötigt Strom, das können wir eigentlich direkt hier hinbauen. An den Drohnenhub. So, bam. Guck dem mal beim Abbauen zu, das ist voll süß. Okay, warte. Wir gucken mal beim Abbauen zu. Zips. Zips.
Das ist echt niedlich gemacht. Ist das hier alles Eisen? Das Eisen? Das Eisen? Ne, das ist... Ah, okay. Man kann also sogar genau... Maintaining a steady supply chain between Earth and Mars is essential, especially during the early colonization stages. Erinnert mich immer ein bisschen an Wall-E. Ja, schon. Hast du recht irgendwie, ne? So ein bisschen. Wo die dann so... Wo Wall-E dann auch so immer so diese einzelnen Dinger gestapelt hat. Eine stabile Versorgungskette zwischen der Erde und dem Mars ist unerlässlich, vor allem während der frühen Phasen der Kolonialisierung. Jede Rakete hat genügend Treibstoff für einen Flug zum Mars und muss vor Ort aufgetankt werden, um wieder zur Erde zurückkehren zu können. Treibstoff wird in Treibstoffraffinerien produziert, außerdem brauchst du Wasser, um mit der Produktion beginnen zu können. Okay. Baue einen Feuchtigkeitsvaporator. Vaporator. Feuchtigkeitsvaporator. Braucht bestimmt auch wieder Strom. Nicht genug Strom. Ich baue den mal hier hin. Gucken wir mal, was passiert. Und eine Treibstoffraffinerie. Realm ist Vollposition in der Warteschlange, 11.000, 18 Minuten Wartezeit, das nenne ich mal einen Stresstest. Ja, guck. Benachbarte Stromerzeuger und Verbraucher übertragen Strom automatisch. Verbinde sie anschließend mit dem bestehenden Stromnetz, okay. Mach ich's halt so. Aber daran merkt man, wie hoch der Andrang ist, ne? Die Abozahlen werden dann auch erstmal wieder in die Höhe schießen, das ist ganz klar. Machst du nach dem Streamende auch noch mit? Geht nur bis 15. Bis 15 was? 15 Uhr? Oder was willst du mir sagen? Wirst du wieder Shami spielen? Wahrscheinlich, ja. Mal gucken. We don't have sufficient power for all the buildings in the colony. Wir haben nicht genug Strom für alle Gebäude in der Kolonie. Glücklicherweise haben wir einen Stirling-Generator. Okay. Mann, haben wir ein Glück, dass wir einen Stirling-Generator haben. Ist ja Wahnsinn. Ist der Generator verschlossen, ist er zwar verstopft, geschützt, erzeugt jedoch weniger Strom. Können wir eigentlich mit hier dran packen, oder? Was passiert denn, wenn ich den öffne? Wenn der Generator geöffnet ist, wird die Stromerzeugung erhöht. Dafür ist er anfällig für Staubverschmutzung. Was passiert denn, wenn er verschmutzt ist? Hm. Ist ein nettes Aufbauspiel, finde ich auch. Survival Mars sieht geil aus. Ja, bis jetzt finde ich das auch echt interessant. Ich bin gespannt, was noch kommt. Da bin ich aber auch sehr froh, dass wir einen Generator haben, hör mal. Ja, zufälligerweise haben wir einen.
Wahnsinn! Soll laut GameStar noch mega komplex werden. Bist schon wieder am Spoilern, irgendwelche Berichte lesen und so. Vielleicht lassen wir auch The Search liegen und machen dann hiermit weiter. Wenn uns das so sehr gefällt, gucken wir mal. Liest sich so, ja. A system of pipes is used to deliver resources such as water and air where they are needed. Über ein Rohrsystem werden Wasser und Sauerstoff dorthin gebracht, wo sie benötigt werden. Der Feuchtigkeitsvaporator muss durch Rohre mit der Treibstoffraffinerie verbunden werden. Okay, jetzt haben wir die schon so nah aneinander gelegt. Aber die brauchen noch Pipes. Jetzt habe ich die so nah aneinander gebaut. Müsste ja dann so funktionieren, würde ich mal sagen. Rangold und Spoiler, niemals. Nee, natürlich. Verbinde den Feuchtigkeitsseparator durch ein Rohr mit der Treibstoffraffinerie. Im Gegensatz zu Kabel müssen Rohre an einem speziellen Punkt angeschlossen werden. Das haben wir ja gemacht. Okay. Müssen nur noch meine kleinen Ameisen das Rohr bauen. Hier oben sehe ich sogar gerade 100 irgendwas, Forschung, Elektrizität kriegen wir sogar angezeigt. Metalle. Metallproduktion aus Oberflächenvorkommen auf Baustellen. Beton. Fuel production is now underway and the drones will begin to deliver the fuel to the rocket. Treibstoffproduktion wurde aufgenommen. Die Drohnen werden der Rakete jetzt Treibstoff liefern. Verwende die Temposteuerung, um das Spiel damit zur Betankung der Rakete zu beschleunigen. Zu Demonstrationszwecken wird zur Betankung der Rakete in diesem Spiel deutlich weniger Treibstoff verwendet. 5 als bei normalen Spielen. 50. Gut. Wo sehen wir dann das Treibstoff? Kommt das dann da unten hin? Hier? Ja, okay. Da kommt das Treibstoff. Stell dich mal vor, der Entwickler wäre irgendwie in die Zukunft gekommen und wüsste halt genau, dass die Menschheit in 2500 Jahren so auf dem Mars leben wird. Lol. Das wäre echt witzig, ja. Das wäre ein richtiger Karlauer. So. Resources are low. Gelagerte Ressourcen, die weniger als 3 Souls aufgebraucht sind. Was denn? Was ist denn weniger als 3 Souls aufgebraucht? Dö-dö-dö. Dö-dö-dö. Aber wo sehe ich jetzt, welche Ressource aufgebraucht ist? Energie oder was? Energie kann sich doch nicht aufbrauchen. Oder? Gehen die irgendwann kaputt? Was geil wäre, wenn wir im Jahr 2500 auf dem Pluto leben könnten. Das so geil wäre. Wenn sie niedrig einfach hochhacken. Genau. Klicker Game. Einfach hochklicken. Easy. Da sind welche arbeitslos. Ja, ich mach das halt wie in Deutschland. Ha! Ganz normale Bedingungen hier. Ach so, wir können die Rakete mittlerweile losschicken.
Congratulations. You have finished the first tutorial. Easy. Glückwunsch, du hast das erste Tutorial